Leute, was geht ab? Hier ist wieder Zockermaster und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von CatCon. Ja, es ist wieder Sonntag und was heißt das für uns? Was hat sich alles getan auf CatCon und sonstiges? Ja, in dieser Folge wird echt, ja, also ich habe ja, was viel getan. Wollte eigentlich noch mehr tun, aber da ja im Moment ja immer noch Schule ist, keine Ferien und da ja bald Sommerferien sind, ist es ja üblich, dass man in der Schule halt zum Schluss die meisten HÜs, Arbeiten, Vorträge und Pipapo, alles dies und das und jenes macht und ja, deswegen habe ich halt nicht so viel Zeit, aber ich habe das Beste draus gemacht. Und das will ich jetzt euch zeigen. Ich will das jetzt einfach mal klein und kompakt machen. Nicht immer so lange machen die Videos, weil ich habe gemerkt halt, ne? Auch bei anderen YouTubern. Kurze Videos ist halt besser als lange Videos, weil ich weiß, ihr habt keine Lust, so lange Videos anzugucken, weil Zeit ist Geld, sag ich mal dazu, ne? Deswegen mache ich das klein und kompakt und fange direkt an. Hier bei meinem großen GS wollte ich ja eigentlich hier ganz, ganz oben über der Karottenfarm Weizen anbauen. Das habe ich leider nicht vollendet, also noch nicht angefangen. Wenn ich mal hier hochkomme, zeige ich das euch. Ja, ja, hier habe ich noch nicht angefangen. Tut mir leid. Aber mache ich noch. Oh, und ja, das hauptsächliche technische Scheißdingsbums da, ja, habe ich bei meinem Home gemacht. Das zeige ich euch jetzt mal, wenn wir hier runtergehen. Habe ich hier halt noch nichts angepflanzt, deswegen muss ich ja erstmal bei meinem anderen Spawny GS hier Weizen anpflanzen, damit ich schon mal ein bisschen Samen habe, damit ich das hier anpflanzen kann und da Rotbeete und pipapo. Und ja, bevor wir runtergehen, wollte ich euch noch was sagen. Ich hatte doch letztens in der Sonntagsfolge gesagt, warum kann ich ab sofort immer fliegen? Ja, wie ihr seht, ich kann nicht mehr fliegen. Das war ein, ja, wie soll man das sagen, ein Ostergeschenk. Es war ja hier so ein Event, irgendwie muss man hier auf CatCon Ostereier suchen und da hatte man halt jeden Tag konnte man fliegen, einfach so, ohne was zu machen, konnte man fliegen wegen einem Event. Und das Event war jetzt diese Woche vorbei, mitten in der Woche. Und da habe ich so gedacht, warum kann ich nicht mehr fliegen? Die Kacke. Habe ich nachgefragt und dies und das und jenes haben sie mir beantwortet. Und ja, das finde ich auf jeden Fall cool. Nicht cool. Ich will auf jeden Fall fliegen. Und apropos Fliegen, ich habe in CatCon Forum die Admins und Hausmeister angeschrieben, wie man hier das machen kann. Da ich ja schon länger VIP gekauft habe, kann man das leider nicht zurücksetzen, das Paket, das VIP-Paket. Leider nicht. Aber man kann das VIP-Paket zurückgeben innerhalb von 2 Wochen, also 14 Tagen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt VIP kauft und ihr holt ein Paket, was ihr gar nicht haben wolltet, könnt ihr die Admins oder Hausmeister im Forum oder hier in-game anschreiben, wie hier der Tommy, das ist ein S-Mod. Und dann könnte man das zurücksetzen und ein neues Paket holen. Aber da ich das schon vor ein paar Jahren gekauft habe, ist es kaputt, sage ich mal so. Und jetzt habe ich so angeschrieben, ey, wie wäre es denn, wenn ihr meinen VIP-Rang wegnimmt, komplett alles löscht. Ich kaufe das nur mal für 5 Euro neu, das wäre ich auch bereit dafür und hole mir mein neues Paket, das zum Fliegen. Weil das mit Fliegen, das ist viel besser für Aufnehmen und so, nicht mehr rumrennen und so, das ist halt scheiße. Ich weiß auch nicht, ich habe das TPA-Paket geholt und das ist so unnötig. Einfach nur unnötig, das braucht man gar nicht. Und ja, nicht viel reden, wir gehen hier runter und wie ihr seht, ich bin fertig geworden, Leute. Ich bin eiskalt fertig geworden. Ich habe hier alles mit Stone Picks fertig gemacht. Ich habe hier Wasser reingesetzt, alles pipapo und angepflanzt. Hier die Sachen, die wachsen irgendwie nicht, weil hier viel zu dunkel ist. Ich muss hier, glaube ich, noch zwischendrin noch ein paar Clusters setzen, auf jeden Fall.
Da habe ich noch was zu tun. Und das mache ich aber offscreen, ne? Wie immer halt. Und dann klappt auf jeden Fall hier die Farm. Dann muss ich auf jeden Fall die obere Farm noch fertig machen. Das schaffe ich auf jeden Fall diese Woche. Das verspreche ich euch. Hoffentlich. Und ja, das zweite, was ich hier bei meinem Home gemacht habe, ist, ich wollte hier ein großes Lager haben. Ich wollte, dass hier unten, wo die Kürbisfarm ist, ein Lager hinbauen, aber das wäre dann viel zu groß. Deswegen habe ich mir überlegt, hier neben meinem Haus war ja noch ein bisschen was frei. Hier diese Fläche, und die Fläche habe ich mir jetzt gegönnt. Und ja, das ist halt meine Fläche, wo ich mein Lager baue. Von da bis da, also einmal so lang und hier rüber. Muss ich halt noch alles mit Erde ausfüllen, muss ich noch ein bisschen farben, aber ist ja kein Problem. Hier alles außenrum wurde schon gekauft, leider, leider, leider habe ich keine Möglichkeit, es zu kaufen. Aber das reicht auf jeden Fall erstmal hier. Und ja, das Lager wird auf jeden Fall groß, auch unterirdisch sein. Und ja, hier will ich ja auf jeden Fall jede Pflanzenart eine Etage haben und ganz unten noch eine Schaffarm hinmachen. Das wird auf jeden Fall wirklich, wirklich anstrengend. Und Gott sei Dank habe ich hier die Fläche noch zwei breit gekauft, weil ich habe gerechnet, alle Schafe mit allen verschiedenen Wollfarben passen nicht auf diesem GS. Man kann ja pro GS, glaube ich, 10 Tiere oder so haben. Und deswegen habe ich jetzt hier schön nach Zweier breit noch immer was gekauft. Und jetzt müsste es eigentlich auch passen. Wenn nicht, ist es nicht so schlimm. Hauptsache, ich habe eine geile Schaffarm. Ja, das war's auch eigentlich schon. Was ich hier in CatCon so erledigt habe, ist halt nicht viel, aber es war schon wirklich Arbeit unten. Alle Stone Picks so hin platzieren und dies und das anzupflanzen, das hat wirklich Nerven gekostet. Und musste halt noch Stone Picks kaufen, aber ja, es gibt ja billige. Muss man halt in Shops gucken, wo alles billiger ist. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, würde mich tierisch freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Ciao mit V.